Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Farming Week. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir haben es geschafft, wir sind endlich in London. Da wir vorstellen, Luke, Kumpel, hallo. Steuerberater für Social Media und Mädchen für alles heute Nacht. Ne? Nee, wir sind gerade auf dem Weg zum Borough Market, heißt das Ding. Ne? Ja. Ja, sind schon am zweiten Tag. Gestern habe ich nichts mitgeführt. Wir waren zwar schon so ein bisschen unterwegs, haben aber die halbe Truppe verloren. Wir haben schon eigentlich, bevor es losging, die halbe Truppe verloren. Einer Corona, der andere dadurch nicht mitgekommen, ne? Und der andere wiederum mit Erkältung jetzt zu Hause. Das heißt, die Truppe ist jetzt nur noch 1, 2, 3. 5 von 8 haben wir noch über, ne? Wir haben mal schauen. Ne, wir gehen jetzt zum Borough Market frühstücken. Frühstück ist gut, glaube ich. Wir haben es mittlerweile 11:40 Uhr. Kann man mal machen, ne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns da dann gleich wieder. Wir waren gestern schon auf der Oxford Street. Wie gesagt, nicht mitgefilmt, ein paar Abendsaufnahmen noch. Wir werden mal schauen, was wir machen die Woche, ne? Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Der erste Leute morgens immer. Wodka O, nee. Frisch gepresster Orangensaft, ne? Aber Borough Market, wenn ihr mal hier seid, ist ja, ein paar Meter hinter der Themse, ne? Ich weiß gar nicht, was hier noch in der Nähe ist, ich glaube. Housework Station ist, glaube ich, relativ nah auch. Ja, ich glaube, die Oxford Station ist gar nicht so weit weg. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. Soll ich das vielleicht kurz einblenden? Hier kriegt ihr eigentlich alles, ne? Wie es der Markt schon sagt. Ihr könnt hier frischen Fisch, ihr könnt Gemüse kaufen, ihr könnt hier aber auch frühstücken drauf, ne? Egal was ihr haben wollt. Lecker. Ich bin immer mega unentschlossen, was das Frühstück anging. Luke hat sich jetzt einfach so ein. Eine Riesenbrezel. Wir haben jetzt dazu entschlossen, das schöne Ding da zu essen. Das machen die mir jetzt hier nochmal warm. Dann hoffe ich, dass das die richtige Entscheidung war. Freunde, beste Fortbewegungsmittel ist und bleibt in London einfach das Fahrrad. Ne? Wir haben uns jetzt hier so eine Dinger ausgeliehen. Hinter mir sind die Jungs. Oh, pumpen tue ich, ne? Einmal über die Themse rüber, da haben wir den Big Ben, da haben wir das Riesenrad. Da haben wir Demonstranten. Schön, ne? Ne, ist auf jeden Fall geil. Also wir bewegen uns, wenn wir hier sind, meistens entweder mit, wartet mal kurz, müssen wir wegklingeln, da vorne. Mit Fahrrad oder halt mit U-Bahn, ne? Hier, oder die Jungs sind letztes Jahr mal mit so einer Rikscha oder wie man das nennt, gefahren. War auch ganz witzig. Wundervoll. Ich feier's, ne? Total geil, Alter. Man muss einfach sagen, London voll, einfach absolut voll, aber wunderschön. Wunderschön. Lass das erstmal so kurz wirken, weil ich pumpe eh wie ein Mike hier fahren. Wir müssen nächsten wegklingeln da vorne. Richtig gut. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr fühlt das auch. Aber ich muss jetzt mal meinen Toni wieder vorfahren lassen. Der hat das Reiseziel und das Navi an. Wir sehen uns gleich wieder. Guten Morgen, Leute. Sonntag mittlerweile. Gestern Kamera nicht mehr draußen gehabt. Alter, war das voll, ne? Wir waren auf der Oxford Street, weil Toni nochmal gucken wollte wegen Shoppen. Ich bin ehrlich, ich bin nicht so der Shopping-Mensch, ne? Was habe ich gekauft? Für Pia eine Puppe aus dem Disney-Shop und für Jonte ein paar Cars-Autos, ne? Da freue ich mich am meisten drüber. Danach waren wir noch indisch essen, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Vloggen auf dem Acker, wo dich keiner sieht oder bei Events, wo du eh da bist, weil du es machen sollst, ist was anderes, als wenn viele Menschen um einen rum sind noch, ne? Hier gerade mir eine Stelle rausgesucht, wo ich so ziemlich alleine unterwegs bin, das muss man noch so ein bisschen üben, ne? Ist man halt nicht gewohnt. Ne? Wenn die Rehe zugucken, ist das nicht so wild, als wenn hier andere Menschen zugucken, obwohl die mich eh nicht verstehen, muss man dazu sagen. Ne? Ja, ich laufe gerade zu den anderen Jungs, wir waren nämlich so ein bisschen gesplittet.
Wir sind nämlich in einem anderen Hotel als die ganzen anderen. Da vorne ist schon die Borough, Underground Line, keine Ahnung, U-Bahn-Station, so. Hat man sich das schon angewöhnt, ne? Und genau da rechts, 2 Meter entfernt, da wohnen die. Da steht auch noch der Paket, das habe ich gestern stehen lassen, weil der Inder hier in der Nähe war. Für die Kids, muss ich auch noch mitnehmen. Ja. Und Luke pennt noch. Immer ein Langschläfer, ne? Steuerberater, pennt lange. Vor 11 brauchst du den nicht anquatschen gefühlt. Deswegen habe ich gesagt, ich laufe rüber. Nico ist wohl schon wach. Und wir gucken mal, was wir machen. Eigentlich wollten wir uns 1-2 Fahrräder holen und vielleicht mal an der Themse langfahren nochmal. Irgendwie frühstücken gehen. Und dann geht es ja auch langsam zum Stadion, ne? Wir sehen uns gleich. So Leute, Lieblingsbeschäftigung in London? Fahrradfahren. Darf ich vorstellen, Tower Bridge. 9 Uhr morgens und es ist voll wie Sau, ne? Also Auto willst du hier wirklich nicht fahren. Oh, da sind wir schneller. Achtung. Aber schön ist es. Lass mal kurz an. Wir fahren über die Themse. Ich weiß nicht, Leute, ob das so wirkt. Ich bin der Meinung, der Wasserstand ist hier super zurückgegangen, ne? Man hat so ein bisschen an den Wänden. Ich glaube, die geht hoch. Geil! Leute, wir bleiben mal hier. Der Tower of London, Alter. Und die Schlange dazu. Alter. Also wer da rein will, sollte glaube ich ein bisschen früher aufstehen, ne? Uns interessiert es nicht. Wartet kurz. Gucken wir uns das mal so an. Sieht schick aus, oder? Wir fahren jetzt weiter Richtung Buckingham Palace. Jetzt fahren wir wieder weiter an der Themse lang. Die werden wir auch durchziehen, glaube ich, bis vorne Richtung Buckingham Palace. Müssen wir nur gucken, wie wir hier durchkommen mit den Fahrrädern, ne? Hier vorbei. Kommt vorbei. Gut. Ist schon schön, ne? Aber halt, also was mich stört, ich bin ja in Berlin so ein bisschen groß geworden, ne? Kennen das ja alle. Aber wenn hier nochmal 6 Millionen Einwohner mehr leben, ist das eine harte Ansage. Also es gibt hier gefühlt keinen Bezirk, wo nichts los ist, ne? Irre. Absolut irre. Mal gucken, was wir hier durchkommen. Ah, ich hätte mir mal meinen Handyhalter mitnehmen sollen. Meinen GoPro-Halter. So Leute, Nico, wo sind wir? Beim Buckingham Palace. Wir überlegt, Alter. Ja, aber hier ist doch, ich dachte, du willst auf dieses. Nee, das ist hier vorne, keine Ahnung. Irgendein Kreisel. Irgendwas von Victoria. Irgendwas von Victoria. Leute, letztes Ziel. Warte mal. Zack, zack, zack. Einmal rum hier. Fahrradtour beendet. Halbe Innenstadt. Sind wir jetzt durch. Letztes Ziel war Buckingham Palace, ne? Jetzt müssen wir gleich suchen, dass wir für die hier eine Station finden. Eine leere ist immer problematisch. Volle findest du überall, aber die leeren kriegst du halt nirgendwo mit. Hier rechts sind unsere Kumpels. Hallo Kumpels. Hallo Jan. Hallo Kumpels. Ja, der erste redet nicht viel. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Wie spät ist das? 10 Uhr jetzt? Ja, ne? Ja. Es ist komplett voll, ne? Ah, schön ist hier. Wir werden jetzt weiter Richtung Green Park noch Fahrräder abgeben und dann machen wir uns langsam Richtung Stadion. So Leute, herzlich willkommen vom Tottenham Stadium. Leider eine schlechte Nachricht. Das Spiel beginnt genau jetzt gerade. Und die letzten Jahre hat das ganz gut geklappt.
dass wir ohne Tickets hergefahren sind und vorm Stadion dann direkt welche gekauft haben. Alter, nicht möglich, ne? Also wir haben glaube ich das letzte Mal um die 80 Pounds oder so für dritte Reihe Tickets bezahlt. Was haben die uns gerade angeboten? Eins für 450. Ein Ticket für 450 Euro. Da tut mir leid, aber da reichen meine YouTube-Einnahmen nicht. Sorry, um das halt zu bezahlen, ne? Also ich denke, das wart jetzt auch, dass wir... Oder Nico, was sagst du? Also ich bin noch optimistisch, sag ich dir so, wie es ist. Aber Nico ist auch das erste Jahr mit. Aber ich bin auch der Einzige, der hier noch optimistisch ist. Ja, ist so. Ich glaube nicht, dass wir noch Tickets bekommen. Eine Lehre fürs nächste Mal, dass wir einfach in Deutschland welche kaufen. Wir hatten noch einen Deutschen kennengelernt. Der meinte, der hat für 80 bis 100 irgendwie Euro bekommen, Tickets. Ja, ist okay, kannst du bezahlen, ne? Aber so 400 ist schon jenseits von Gut und Böse. Ich denke, wir werden jetzt mal gucken, da die Straße runter gab es ein geiles Pub, dass wir vielleicht da irgendwie einen Platz kriegen und ja, ärgerlich, ne? Extra dafür hergeflogen. Ärgerst du dich doll? Ja. Ja. Aber ich könnte es nicht ändern, Leute. Wir schauen mal, wo wir uns nochmal wiedersehen vom kleinen London-Vlog. Die Trauer sitzt tief, Leute. Die Trauer sitzt tief. So, Leute, zurück im Lande. Seht ihr, glaube ich, ne? Nicht mehr London. Gestern nach Hause gekommen, war ein bisschen Chaos. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin ja mit der Bahn gefahren, ich bin ja der Landwirt mit Flugangst. Und ganz Norddeutschland war lahmgelegt, hast du einen Tag später immer noch gemerkt. Ne? Teilweise Züge ausgefallen, teilweise Verspätung. Ich hatte insgesamt zum Glück, toi toi toi, nur 40 Minuten Verspätung. Musste zwar ordentlich rennen in Brüssel, weil das irgendwie, also es war ein Chaos, aber war okay. 40 Minuten Verspätung, zu Hause angekommen, war es denn 23:30. Ja. Das war's mit London, Leute. Ich weiß nicht, was das für ein Video wird, bin ich ehrlich, so mit diesen ganzen Schnipseln. Ich muss aber dazu sagen, ich nutze ja YouTube auch so ein bisschen für mich als Tagebuch, ne? Dass man irgendwann mal auch später für die Kinder so ein bisschen zurückgreifen kann. Ist halt eine große Cloud, ne? Wir gucken mal, was Max da zusammenschneidet. Ob es euch interessiert hat oder nicht, ob es cool war oder nicht. Ich weiß halt wirklich nicht, was das für ein Video wird. Mir selber hat Spaß gemacht. Jetzt ruft aber die Arbeit, ne? Ein kleiner Spoiler für das nächste Video, wird natürlich gleich im Anschluss gedreht. Ui. Schauen wir mal, ne? Wir sind aber fast durch. Bisschen Weizen noch, ein Feld noch Tritikale. Werd heute mit Pflanzenschutz anfangen. Herbizid in der Gerste. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Einschalten. Haut da rein.